So, ihr Lieben, herzlich willkommen bei Jens von Minga Gaming. Ich grüße euch recht herzlich auf unserem Kanal. Wir haben wieder mal ein Spiel von unserem Partner GameUse.de zur Verfügung gestellt bekommen. In dem Fall ist das die Vollversion von Wonderboy Asher in Monster World. Ein Remake des Klassikers Monster World 4 aus den 90er Jahren, glaube ich, ist dieses. Und das galt immer so ein bisschen als das Gegenstück von Sega zu Super Mario, wenn man so sagen darf. Wie gesagt, Monster World gibt es mehrere Teile. Wer sich da mal so ein bisschen die Gaming-Historie selber durchlesen will, der wird sicherlich unter anderem auf Wikipedia fündig. Bevor ich euch jetzt dieses Level hier mal ganz kurz zeige, noch zwei Informationen. Es gibt zwei Angespielt-Videos auf dem Kanal, die ich euch auch hier direkt am Ende von diesem Video verlinke. Da könnt ihr ein bisschen Gameplay vom Original und von diesem Spiel hier sehen. Das hat zwei Gründe. Zum einen werde ich das Original hier im Test jetzt nicht weiter einflechten. Und ganz, ganz wichtige Information, das Original gehört nur dann zur Verkaufsversion, wenn ihr die physische Version dieses Spiels kauft. Wer also den digitalen Download von Wonderboy Asher in Monster World kauft, der kriegt das Original im digitalen Download nicht mitgeliefert. Eine, wie ich finde, nicht ganz unwichtige Sache, gerade natürlich auch für Sammler unter euch. Ja, das sollte man nicht vergessen. Also wie gesagt, dieses Spiel ist das Remake von Monster World 4, wenn ihr so wollt. Da ich natürlich im Angespielt von diesem Spiel das Anfangslevel gezeigt habe, möchte ich euch jetzt einfach mal ein bisschen was anderes zeigen, damit ihr eben auch seht, dass das Spiel durchaus auch im Level-Design variabel ist. Und deswegen habe ich mich dafür entschieden, euch mal dieses Turmlevel zu zeigen, was auch relativ früh im Spiel zu finden ist, ja. Also, das auf jeden Fall. Wie ihr seht, es handelt sich um ein ganz klassisches Jump-Run von links nach rechts, möchte ich jetzt mal sagen. Und wie sagt man heutzutage so schön, aufgrund dessen, dass das Spiel natürlich jetzt ein bisschen Tiefe hat und hier und da natürlich auch nicht nur von links und rechts begehbar ist, sondern dann entsprechend auch von oben nach unten, wenn man zum Beispiel in die Räume reingeht und manch andere Situationen im Spiel gibt es auch, ist das jetzt sozusagen eine 2,5D-Version des Spiels. Ein sehr, sehr schönes Spiel, wie ich finde. Was kann man insgesamt sagen? Auf jeden Fall die Steuerung absolut gelungen. Da gibt es überhaupt gar keine zwei Meinungen. Ist bei solchen Spielen natürlich grundsätzlich eigentlich nicht so schwer, eine vernünftige Steuerung hinzubekommen. Aber auf jeden Fall sehr, sehr gut steuerbar. Ich finde auch, dass das Spiel eine sehr, sehr schöne Optik hat. Und ich glaube, Jump'n'Run-Fans sowie natürlich auch Fans von japanisch angehauchten Spielen werden hier definitiv auf ihre Kosten kommen. Denke, das kann man auf jeden Fall schon mal sagen. Sehr, sehr liebevolle Grafik, wie ich finde, sehr schön. Ein Spiel, was entspannt ist, also für mich persönlich natürlich im Vergleich zu vielen anderen Spielen, die ich persönlich noch spiele und die es auch auf dem Kanal gibt. Jetzt, wo wir hier einen Schlüssel gefunden haben, werden wir den natürlich dann auch entsprechend anwenden. Dazu müssen wir einfach wieder runtergehen. So, das war jetzt der falsche Raum. Und wie gesagt, das Original auf diesem, von diesem Spiel, auf welches dieses Remake hier beruht, welches ihr gerade seht, das gibt es also nur in der physischen Verkaufsversion, wenn ihr euch dieses Spiel quasi als PlayStation 4 Version im Laden kauft, ja. Ganz, ganz wichtiger Fakt. Übrigens auch das Original sieht sehr, sehr schick gemacht aus, also haben sie schön nochmal beigepackt. Ich habe auch das Original als Monster World 4, also als Download-Key bekommen. Aber wie gesagt, das ist in dem Fall gewissermaßen die Ausnahme, weil es in der Verkaufsversion wirklich nur der physischen Version beiliegt. Ich denke, das ist für Sammler eine ganz, ganz wichtige Sache. Ansonsten könnt ihr euch viele Levels vorstellen, die
draußen sind, durch Wälder, durch Flure. Es gibt unterschiedliche Gegnertypen und später gibt es dann natürlich auch den ein oder anderen Endgegner, den es zu besiegen gilt. Und wie gesagt, ein sehr, sehr gelungenes Spiel, auf jeden Fall. Kommen wir einfach mal zu der Situation, wem kann ich das Spiel eigentlich empfehlen für den Kauf? Gibt hier aus meiner Sicht eigentlich zuerst einmal eine klare Empfehlung an Familien mit Kindern, wo Kinder gerne mal ein Jump'n'Run spielen, wo ihr auch gerne mal als Eltern entspannt spielen wollt und entspannt spielen könnt. Da seid ihr bei dem Spiel ganz genau richtig. Wer dazu noch Fan von, ich sag jetzt mal, asiatisch angehauchten Spielen generell ist, ich denke, auch der darf hier bedenkenlos zugreifen. Ich glaube, das kann man in dem Fall tatsächlich auch so sagen. Und das sind eigentlich meine klaren Botschaften. Es ist letzten Endes ein Spiel für Jung und Alt und daher sollte es auf jeden Fall, für euch interessant sein, wenn ihr zu dieser Personengruppe gehört. Ja, es gibt für mich gar nicht so wahnsinnig viel zu zeigen, denn letzten Endes möchte ich euch hier nicht zeigen, wie man mehrere Levels durchspielt, sondern ich wollte euch mit dem Test einen kleinen Eindruck vermitteln, was kommt. Wollte hier aber nicht den Anfang des Spiels nochmal zeigen, denn den habe ich ja wie gesagt in dem Angespielt-Video gezeigt. Zusammen mit dem Monster World 4 Paket mit dem Originalteil, also ich habe ja beide Spiele bekommen, gebe ich auf jeden Spiel, auf jeden Fall diesem Spiel auf einer Skala von 1 bis 10 eine sehr, sehr gute 8,5. Ihr könnt mit dem Kauf aus meiner Sicht grundsätzlich nichts verkehrt machen. Ihr habt ja denn hier auch noch in dem Menü Gegenstände, Schwert, also das sind alles Ausrüstungsgegenstände, die sich dann irgendwann auch aufleveln lassen und auf jeden Fall dann auch tauschbar sind, je nachdem, was ihr hier für welchen Gegner braucht. Hier könnt ihr nochmal ganz kurz die Tastaturbelegung sehen. Dann gibt es hier grundsätzlich ein paar Einstellungsmöglichkeiten. Hier könnt ihr auch die Steuerung frei konfigurieren. Für den einen oder anderen ja auch gar nicht so verkehrt zu wissen. Und wie gesagt, ein schönes Spiel für Jung und Alt. Kann es euch empfehlen. Ist mal wieder eine schöne Abwechslung zu allen Spielen, die hier im Moment natürlich Multiplayer sind, die natürlich Battle Royale Modi beinhalten, die online sind, die einfach in die aktuelle Videospielzeit einfach auch maßgeschneidert reinpassen. Wenn ihr mal wieder was anderes spielen wollt, dann, wie gesagt, kann ich euch das Spiel nur wärmstens empfehlen. Wie gesagt, das soll es von mir mit dem kleinen, aber hoffentlich feinen Test für euch gewesen sein. Wer sich von dem Original Monster World 4 noch einen kleinen Eindruck verschaffen möchte und wer hier vielleicht nochmal ein Außenlevel zu Beginn des Spiels sehen möchte, dem seien die beiden Angespielt-Videos am Ende dieses Videos nochmal verlinkt ans Herz gelegt. Ansonsten bedanke ich mich fürs Reinschauen, hoffe, dass euch das Ganze gefällt. Lasst gerne einen netten Kommentar da, lasst gerne einen Daumen nach oben da und natürlich auch euer kostenloses Abo als Support, damit ihr diesen Test beziehungsweise auch zukünftige Tests von diversen Spielen nicht verpasst und natürlich auch weiterhin auf unserem Kanal unterwegs seid. Könnt euch ja gerne mal umschauen, wir haben jede Menge Themen am Start, aber wir haben natürlich auch ein paar Schwerpunktgenres und auch ein paar Schwerpunktspiele. Wie gesagt, Dankeschön fürs Reinschalten, bis zum nächsten Mal, ciao und Servus, euer Jens von Minga Gaming.